Wir haben ja jetzt am 18. Januar die konstituierende Sitzung, haben ja jetzt Schwarz-Grün hier im Hessenland und es muss unbedingt Druck geben, dass das eine der Forderungen, die wir so erheben können, ob sie dann umgesetzt werden, sei mal dahingestellt, aber dass wir sagen, dass dieser Wald, das was jetzt hier noch steht, aber auch wieder zurückgewiesen wird in Bannwald, also dass das wieder Bannwaldstatus erhält. Das ist also eine Forderung, wo man dann an die beiden zuständigen Minister, Al-Wazir und die Priska Hinz, herantreten sollte, dass die das halt auch forcieren, dass man da mal ein bisschen Druck auf die Koalition macht. Respektive, dass halt die Opposition wie SPD und Linke das halt auch mit übernehmen und da ein bisschen Druck machen, dass wir das als Bannwald wieder zurückbekommen, das bisschen, was da noch steht. Das Terminal 3 sollen ja 25 Millionen Passagiere etwa abgewickelt werden. Nach oben finden die ja nie eine Grenze, da wird dann noch hier optimiert und da noch was dran gesetzt. Das hat die Dimension dessen, was derzeit in München abgewickelt wird. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir kriegen hier also quasi nochmal den Münchner Flughafen, zumindest was die Passagierabwicklung angeht, halt dran geklatscht. Also das ist das, was wir dann hier noch zusätzlich ertragen sollen müssen. Gell? Weil das vielen nicht so bekannt ist, da heißt es dann so lapidar eher so ein drittes Terminal. Und wir müssen mal ein bisschen, damit wir den Flugverkehr über die Nordwestbahn hier abgewickelt kriegen, passagiermäßig. Aber das sind nochmal sage und schreibe 25 Millionen Passagiere, mit denen die derzeit rechnen. Es ist derzeit sicherlich so, dass Luftverkehr ein bisschen in der Krise ist, dass die Zahlen der Fraport runtergegangen sind. Aber ich denke, wir als betroffene Bürgerinnen und Bürger dürfen uns darauf nicht ausruhen. Das kann ganz schnell wieder kippen, wenn das Asiengeschäft zunimmt oder so, oder irgendwie Konjunkturschichten wieder ansteigen oder sonst was. Wenn dann jetzt die EU mit einer neuen Verkehrspolitik kommt, dass sie nämlich auch die Kleineren eher drangsalieren und sagen, ihr habt da so viel Zuschüsse gekriegt und das kann so nicht weiterlaufen und das ist halt, dann findet ganz schnell wieder eine Konzentration hier auf den großen Hub Frankfurt statt und dann haben die auch ganz schnell wieder den Bedarf. Derzeit ist es nicht so. Ich meine, man kann das auch mal so reinbringen, dass die Prognosen der Fraport nicht zutreffen. Aber es ist meistens so, dass es sich um 3, 4, 5 Jahre verzögert und dann haben die wieder einen gewissen Nachholeffekt. Also wir können uns da nicht drauf ausruhen und sagen, die Wirtschaft wird schon richten und das Ding geht von selbst die Bachgas runter. Also das können wir uns, denke ich, nicht erlauben. Weil die ziehen das hier durch, das hat man ja schon gemerkt, dann wird es in Modulweise gebaut und so weiter. Und ich sage mal, man sollte eigentlich auch so von sozusagen eine theoretische Forderung erheben, nämlich diesen Flughafen zu begrenzen. Wir haben uns als BIs hier auf diese 380.000 Flugbewegungen pro Jahr geeinigt. Man muss vielleicht auch irgendwann nochmal gucken, dass man mit den Passagierzahlen und anderen Fracht, was hier umgeschlagen wird, dass man da auch einfach sagt, da müssen Reglementierungen her. Es kann hier nicht alles geflogen werden, was geflogen werden soll. Hier gab es Brunnen, die Airbase noch genutzt hat für Trinkwasser, 600.000 Kubik im Jahr, sind hier gefördert worden, nur durch diese, stand damals im Planfeststellungsverfahren Unterlagen drin, nur durch die gesamten Maßnahmen hier müssen diese Brunnen dicht gemacht werden, die können also nur noch für Brauchwasser benutzt werden, Toilettenspülung und dergleichen, können aber nicht mehr als Trinkwasser benutzt werden. Das heißt, auch da wieder, Fraport braucht wieder das Trinkwasser von außerhalb und ein gutes Viertel des Trinkwassers, was in Frankfurt gefördert wird, wird allein hier an dem Flughafen geschafft. Und dann braucht ja Frankfurt sowieso, ist ja nicht nachhaltig diese Stadt, sondern sie lebt ja im Grunde vom Umland. Das heißt also, aus dem Ried wird Wasser beigeschafft und dann Vogelsberg und Kinzigtal und so, da kommt dann auch noch das Wasser her. Im Ried haben wir jetzt halt das Trockenfallen von Eichenwäldern, also da wird ja nicht nur der Wald geschädigt, der hier abgeholzt wird, sondern da unten haben wir halt auch noch massive Waldschädigungen. Und sie werden demnächst mit der Wasserrechnung zahlen wir alle die Zeche mit, weil die werden die Wasserpreise erhöhen müssen demnächst, weil sie da Grundwassermanagement betreiben und sowas. Also wir alle zahlen diese Zeche mit. Ja, ich fühle mich so ein bisschen ohnmächtig, sage ich mal. Eigentlich ganz oft der Wirtschaft und dem Profit gegenüber. Dass der Mensch einfach nicht mehr zählt und ich als Einzelperson eh nicht, ist relativ egal. Es zählt halt das große Geld und mehr leider eigentlich nicht mehr. Das frustriert mich. Die machen einfach, was sie wollen. So gehen sie mal nach Hause. Wir haben in Nauheim viele, viele Grundstücke so mittendrin. Die sind noch nicht bebaut. Wenn ich da jetzt hingehe, fange an zu wühlen und das sage, ich stelle mir da was hin. Was glauben Sie denn, wie schnell ich da weg bin und Straf zahlen muss? Was glauben Sie denn? Ja, und die hier machen, was sie wollen. Also der Sinn ist wirklich zweifelhaft. Weil die Macht der Politik, die Macht der Lobbyisten, die Macht der Industrie ist so groß, und die Bevölkerung, die dauernd noch überall hinfliegt für Billiggeld, ist so dumm und so eingebunden, dass man wirklich die Frage des Sinnes stellen kann. Das stimmt. Aber ohne, dass man hier ist, gibt es gar keinen Stopp. Man muss schon deutlich machen, dass eigentlich längst das Ganze überzogen ist. Der Wald, der hier gefällt wird,
Der liegt im Wesentlichen auf der anderen Seite der Autobahn, weil da der Zubringer zu dem Terminal 3 stattfindet. Und dieser Wald, der hier dann wegkommt, aus meiner groben Kenntnis im Moment sind es etwa 8 bis 11 Hektar, die da weg müssen. Das sind alles die Bauwerke, die gebraucht werden, um die Rampen hier zu bauen und die Brücke dann über die Autobahn zu ermöglichen. Und ein zweiter Teil des Waldes, der ist aber jetzt in dieser Planung noch nicht drin, das ist der, der hier noch südlich der jetzigen Ausbaufläche ist für eine mögliche S-Bahn, die aber derzeit nur grob geplant ist, für die es noch keine Detailplanung gibt. Aber der Wald, der jetzt unmittelbar fallen wird, ist der auf der östlichen Seite der Autobahn. Und die entsprechenden Anschlussrampen, die darauf gebaut werden und das, was dann als Böschung wieder entsteht, all das sind dann natürlich die entsprechenden Flächen, die dafür dann weggenommen werden. Es gibt ja die Diskussion, dass das Terminal 3 nicht gebraucht wird, weil die Flugbewegungen nicht in dem Maße gestiegen sind und die Passagierzahlen, so wie das vorgegeben wurde, um die 20 Millionen, die das Terminal irgendwann mal aufnehmen soll, zu bedienen. Von daher wäre es eigentlich überhaupt nicht notwendig, diesen Flächenverbrauch da und diesen Versiegelungsgrad zu erreichen. Die Fraport will das natürlich als Vorratssituation für eine eventuelle Steigerung auf diese ominösen 701.000 Flugbewegungen nach Planfeststellungsbeschluss. Das nächste ist, dass die Fraport natürlich Strukturen schaffen will, mit denen sie anderen Fluggesellschaften, die noch nicht hier sind oder die da sind, noch bessere Bedingungen anbietet. Deshalb. Und dann ist natürlich dieses gesamte Investment, um das es hier geht, da sprechen wir von 7 Milliarden oder sowas, also alles, nicht nur das Terminal, sondern was drumherum auch noch passiert, da steckt natürlich entsprechender Gewinn drin für diejenigen, die das bauen. Ob das dann mal gebraucht wird oder nicht, ist eine zweite Frage. Wenn es gebaut wird, bringt es Gewinn. Und das ist die nächste große Infrastrukturmaßnahme im Rhein-Main-Gebiet, die über ein solches Volumen verfügt. Und deswegen wird ja auch zum Beispiel der Langener Waldsee nochmal um das Doppelte oder ungefähr das Doppelte vergrößert, weil der Kies da rausgebaggert wird und der Sand, der dann hier verbaut wird. Da verdienen natürlich die entsprechenden Unternehmen auch ihr Geld mit. Da geht es nicht um die 30 Arbeitsplätze, die sie da haben. Also ich wohne jetzt seit 30 Jahren hier. Das fing an mit der 18 West. Und ich kenne die Geschichte von vorher, da war nie Schluss, da wird auch niemals Schluss sein. Also ich kann mir vorstellen, es geht ja um die Frage dabei, wo kann Geld verdient werden da damit, und dazu muss gebaut werden. Man kann das Geld ja nicht einfach nur so verteilen. Also wird schon jemandem wieder was einfallen, um was Neues zu machen. Ein Terminal 4, eine andere kleine Bahn, was auch immer. Das hört nicht auf. Das wird immer weitergehen.